Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Mirko darf aufs Video, weil wer die ganzen Japan-Videos angeguckt hat, insbesondere Abfischen, Naturteich Komori, wo unsere Riesenkarashis drin sind, die kennen Mirko alle. Ein absolut geiler, witziger Typ, furztrockener Humor, kann ich mich wirklich totlachen drüber. Ich habe auch schon einige Sprüche in Modern Koi gebracht, die ich von ihm kopiert habe. Ich sage jetzt nicht genau welche. Das wäre dann auch unfair. Sonst macht er das Gleiche mit mir, dann bin ich auch am Arsch. Und Mirko war zweimal mit in Japan. Völlig Koi-verrückt. Und wenn Sie sich erinnern, hier hinten 250 Kubikmeter naturnah angelegter Teich mit Wels und allem Zeug, was die Natur bei uns hat. Nicht Zeug, sondern alle Fischarten, die unsere Natur hat. Das war immer sein großes Manko, dass er keine kleinen Fische einsetzen konnte, sondern nur ab einer gewissen Größe, wie er so schön sagte, damit sie der Albino-Wels nicht weghaut. Und dann hat er sich irgendwann da hinten, da blocke ich nachher auch noch, seine Innenhalterung gebaut. Was heißt Innenhalterung? Sein Glashaus. Ich bin da hingekommen, habe gesagt, wow, geil, wie Niigata, 13.000 Liter Becken. Und das ist jetzt nicht über Niigata gelästert, um Gottes Willen, da sitzen mit die besten und größten Züchter Japans. Die größten nicht, aber zum Teil die besten für entsprechende Varietäten. Aber das Ding war so schnucklig klein und in Niigata gibt es wirklich Züchter, die sind so klein, glauben Sie mir, die größten Privatteiche, die wir hier im Modern Koi vorgestellt haben, haben mehr Wasservolumen als die Züchter. Lange Rede, kurzer Sinn, dann hat er sich das gebaut und jetzt, heute geht es um den Teich, 38.000 Liter, das ist im Prinzip dem großen Teich den ersten Abschnitt geklaut, aber nur der erste und was Mirko dann noch vorhat, da kommen wir noch dazu. Vor 4 Jahren, jetzt September, vor 4 Jahren, ist ein ganz winzig kleiner 10-12er Karashi zu uns gekommen, Gewicht 10 Gramm, 11 Gramm vielleicht und heute liefern wir den an Mirko aus mit ca. 15 Kilogramm, also das Tausendfache. Kann mir hier jemand helfen? Ist das jetzt richtig gerechnet? 15.000 Gramm zu 15 Gramm, ja? Das Tausendfache. Das ist brutal. Das Tausendfache hat er zugenommen, hat immer unter perfekten Bedingungen gelebt. Leider hat es ihm irgendwann mal, das hatte unsere alte Karashi-Blutlinie, da hat es manchen ein bisschen die Schwimmblase verrutscht. Das ist bei ihm auch passiert. Der lebt aber damit hervorragend. Also er hat es schon seit 2 Jahren oder 3 Jahren. Mirko weiß es. Wir haben ihn gestern noch gemessen und er hat 99 cm. Die 100 hat er nicht gepackt. Ich habe zu Tim gesagt, komm, lass uns in der Messwanne den Streifen anders ankleben. Dann hat er das. Aber Tim dann, nee, das sind wir nicht. Sag ich, du schon, ich nicht. Nee, andersrum. Also hier, und da sehen wir diese Beule da, das ist kein Tumor, sondern das ist einfach die Schwimmblase. Und ich sage immer, der war kleiner als seine Brustflosse. Und jetzt darf Timmy mit Mirko, Mirko winkt mal. So. Also er hat schon mehr große Koi getragen. Ich glaube sogar mehr große Koi getragen als ich, weil ich habe immer gefilmt. Und Mirko hat mit den Jungs von Konishi zusammen die Riesenviecher aus Komori hoch gewuchtet. Und jetzt sehen die Jungs hier im Becken mal, was Größe ist. Überlauf gleich rüber. Da läuft der Überlauf über. Jetzt gehen erstmal, wenn es 80-90% Wasser ist, so ein Fisch, dann gehen jetzt mal 15 Liter raus. Gut, heute gehe ich wieder auf dünnes Eis. Also, sein neuer Teich. 3-mal Bodenablauf und 1 Kimmer. 38.000 Liter Strömungsplatte. Hier ist das Kimmer. Wasser sieht fantastisch aus, ist aber noch kalt. Ich habe übrigens, hier sehen Sie es, da kann man die Karte für den Skilift reinmachen. Sehen Sie den Reißverschluss? Weil es ist hier noch Winter. Bei uns daheim ist es aber nicht besser. Und da vorne hier hat er erstmal eine Dammwand gebaut. Gucken Sie manchmal die Schatzsuche von Oak Island an. Da sieht es genauso aus. Außer, dass Sie es nicht mit Blumensäcken machen. Blumen, Erdensäcke, Rindenmulch. Und das ist der alte Teich. Und da hat er irgendwann gemerkt, also dann, aber wobei man schon sagen muss, wenn so ein Teich richtig angelegt ist, das sieht schon geil aus mit dem Schilf da hinten, so eine schöne Uferlinie. Also das hat schon auch was. Aber wir haben ja damals gezeigt, da hinten viele, viele Filteranlagen, die jetzt größtenteils stillgelegt sind. So ein Ding bekommt man nicht wirklich gefiltert. Da entsteht so viel Schmutz, Schlick und allein die Bestrahlung, dass keine Algenblüte reinkommt. Der Kleine hat gerade Luft geschnappt. Mirko hat die Hosen gestrichen voll, wie man in der Kindersprache sagt. Warum sage ich Ihnen gleich? Nein, wir spielen nachher das Video ein. Dürfen wir das, Mirko? Und dann sehen Sie mal die Gefahr.
Und da wurde nicht mal umgesetzt oder sonst irgendwas. Also lange Rede, kurzer Sinn, so ein Naturteich klar zu filtern mit 250.000 Liter, da müssen sie so viel Energie und Power reinstecken, das macht keinen Sinn. Und darum hat er gesagt, jetzt Bauabschnitt 1, diese 38.000 Liter, die jetzt direkt an die Terrasse rangebaut wurden. Und dann haben wir Bauabschnitt 2, der ganz sicher kommen wird. Warum ganz sicher, sehen Sie gleich hier. Rapu, Kescher, kann man Meter Karaschis umsetzen. Geht dann hier vorne entlang und dann wird Stück um Stück dem Naturteich seine Fläche entzogen. Aber der Naturteich bleibt auch oder ist er dann irgendwann ganz weg? Hinten die Ränder bleiben noch. Die Ränder. Ja. Die Ränder bleiben. So wie beim Brot, wenn man sie übers Weiche hergemacht hat. Oder bei der Pizza. So, das ist eine geile Geschichte. Warum hat Mirko die Hosen gestrichen voll? Genau an dieser Stelle. Da liegt er. Hier. Dieser Karaschi ist auch noch ganz leicht lädiert. 80 cm, der hier hinten schwimmt. Mirko war im Geschäft und hat auf sein Handy geguckt, war in einer Besprechung. Also der macht in Besprechung genau das Gleiche wie ich, mit dem Handy daddeln. Und dann hat er seine Videosequenz angeschaut. Dann hat er gesehen, wie der Fisch hier rausgesprungen ist. Und seine Frau war Gott sei Dank zu Hause. Es war vor 13 Minuten war es zurück. 13 Minuten, gell? 12 Minuten. 12 Minuten war es zurück. Und dann hat er sie angerufen, schnell raus. Und hier ist er hin und sie haben gesehen, wie der gesprungen ist. Das ist schon krass. Und jetzt sehen wir, er ist leicht lädiert. Aber der kommt da durch, überhaupt kein Problem. Aber jetzt hat er natürlich Angst, dass seine Big Mama das Gleiche macht. Aber die macht das nicht. Ich glaube auch, dass die zu schwer ist. Und ich glaube, so ein großer Fisch, um wirklich rauszukommen, der würde mehr Tiefe brauchen. Ja, die Fische ansonsten wunderschön. Groß vor allem. Und die sind überwiegend im Naturteich gezogen worden. Die alle sind im Naturteich großgezogen worden. Und das funktioniert schon. Das ist halt der Vorteil von diesen Teichen. Die sind wie eine Badewanne. Wie warm wurde der im Sommer? 28 Grad? Locker. Ja. Oder schon teilweise gehabt. Ja. Genau, 28 Grad können die locker werden. Und jetzt wird das hier alles etwas organisierter kultiviert. Bodenabläufe sind richtig angeordnet. Bei der Form hätte man sich auch überlegen können, dass man einen zentralen Bodenablauf macht. Oder die drei Bodenabläufe. Man muss nicht zwingend einen 200er in die Mitte machen. Man kann auch die drei direkt nebeneinander positionieren. Das schiebt auch die Strömung dann ein bisschen an. Die Strömungsplatte, auch nochmal einen kleinen Tipp für alle, die es machen. Idealerweise immer der Längsseite nach. Mirko bläst jetzt auf die kurze Seite. Und dann gibt es ein bisschen Verwirbelung. Entweder die Platte dann länger machen oder idealerweise macht man immer der Längsseite nach. Jetzt hat er schon wieder einen neuen Impuls für seinen neuen Teich. Und das Wasser sieht jetzt gerade noch, also das ist ganz ehrlich gesagt kein Koiwasser momentan. Koiwasser sehen wir dann im nächsten Block oder im übernächsten. Das ist ziemlich hart noch ziemlich wie Leitungswasser. Da werden Fische nicht krank drin, aber so um richtig schön zu werden, zu wachsen, dann braucht man dieses leicht, nicht öliges, falsche Wort, dieses Sakewasser, Konare Miso. Ach ja, Mirko hat noch einen geilen Kumon Ryu, der auch noch ein paar Monate in der Aufzucht war. Den hast du noch gar nicht gesehen, gell? Nee, noch nicht live. Wir haben irgendeinen eingepackt. Bei Kumon Ryu merkt das kein Schwein. Da lacht er. Er war's. Dieser Mann. Ja, aber jetzt brauchen wir, wann wurde befüllt hier? Das Wasser ist letztes Jahr schon reingekommen. Fische sind seit 4 Wochen drin. Also seit 4 Wochen Fische drin. Das kann nicht sein, dass das dann richtig läuft. Oder dass man schon das Wasser hat, was man will. Das braucht jetzt erstmal Temperatur. Und Biofilter hast du vom alten Teich geholt. Genau. Und das ist eine gute Sache. Aber hilft am Ende auch nichts. Damit kann man Ammoniumnitrit abbauen und alles andere animpfen. Aber man kann kein Konare Miso. Guck mal den an. Suchspiel. Auch in diesem Video haben wir wieder ein Kumon Ryu versteckt. Haben Sie ihn schon gefunden? Das ist brutal vom Körper. Ja, sieht gut aus. Snyder mit den Scherenhänden. Edward. Sagt dir nichts, dafür bist du zu jung, gell? Warum habe ich jetzt Edward gesagt? Weiß
Film mit Johnny Depp, Edward mit den Scherenhänden, gell? Den gab's mal. War ein riesen Scheiß, aber den gab's. Das tapfere Schneiderlein würde jetzt auch passen, gell? Ja. Aber darauf hast du jetzt gewartet, der war vorhersehbar, gell? Die Klassiker. Die Klassiker haben wir alle einmal raus. Und das ist richtig geil. Top-Körper. Hat jetzt mit Sicherheit schon 50, 55. Blaue Augen. Megasakura. Starkes Schwarz. War jetzt 5 Stunden im Karton. Also der Körperbau ist perfekt. Was sagst du? Ich bin zufrieden. Passt. Ja? Ja. Das freut mich. Dann lacht Timmy, guck. Ne, er hat den auf Vertrauen gekauft. Das war einer aus unserem Futterversuch, oder? Ich habe den im Video bei euch gesehen, im Blog. Ah, okay. Er hat den im Video gesehen, im Blog. So, jetzt wissen wir ab sofort, kriegen viele Anfragen. Also, jetzt lassen wir den auch schwimmen. Und dann kann Timmy mal Wasserwerte machen. Und hier hinten soll dann der Übergang gemacht werden. Da, wo die Platte oben fällt, da sieht man es schon vorgemauert. Das gibt dann quasi der Kanal mit dem... Ist das da unten eine Mausefalle? Ja. Jesus. Die mögen auch ja, verdau die Falle gleich. Die sieht ja mal kriminell aus. Uiuiui. Habe ich noch nie gesehen, so eine moderne. Also hier der Kanal. Und der wird dann hier angeschlossen. Und dann wird hier vorne entlang der Terrasse der neue Teich gebaut. Und das findet dieses Jahr statt? Nein. Verbot von der Frau, stimmt? Das muss gemacht werden. Also nächstes Jahr, übernächstes Jahr geht das. Okay. Mirko war auch der, wo gesagt hat, vor dem ersten Lockdown, so letztes Jahr im März, habe ich ihn angerufen, sage, wo bist du hin? Sagt, da Hamsterkäufe machen. Dann sage ich, ja wo? Im Supermarkt oder wo? Sagt er, nee, im Baumarkt. Dann braucht ihr was zum Spielen während dem Lockdown. Das fand ich richtig witzig. Also, das im nächsten Blog. Seine Filteranlage. Machen Sie es gut. Vielen Dank für Ihr Interesse. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.